Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Sea of Thieves. Mit dabei, mit mindestens 1,50 Meter Mindestabstand, habe ich Svenja. Hallo. Und mit dabei habe ich den Leichtmatrosen mit mindestens 1,50 Meter, Herrn Crispro. Moin Moin. Das wird heute ein bisschen schwer, wenn wir uns an Bord aus dem Weg gehen müssen. Ne? Ja, das wird eine Challenge. Also was ihr hier gerade bei mir seht, wo das Sonnenlicht gerade ein bisschen mehr zu ist eins der neuen Kostüme der jeweiligen Fraktion, für die man jetzt fahren kann. Man kann für die Goldsammler fahren, man kann für die Totenkopfleute fahren, ja, die Schädelleute, man kann für den Handelsbund fahren, man kann für diese PvP-Leute fahren, für die Schnitter, da musst du allerdings immer andere Schiffe versenken. Und man kann auch als Piratenlegende unterwegs sein, das ist leider keiner von uns. Und man kann scheinbar dann immer direkt bei den Leuten für die jeweilige Fahrt abstimmen. Ich stimme ab, ihr könnt vielleicht noch zustimmen. Chef, du hast gesagt, dass du eine Legende bist. Ich bin natürlich eine Legende. Und damit sind wir nun Goldsammler. Das Golden Ticket. Okay. Oh, macht mich froh. So, müssen wir jetzt noch Fahrten für ihn kaufen tatsächlich? Oder geht das so ab? Hi, wir sind jetzt Botschafter. Wir haben die Tracht der Goldsammler. Muss ich mit dem reden? Ich guck mal, ob ich einfach eine Fahrt bei dem einkaufen kann, ne? Ich könnte okay. Eine für 100 kaufen. Ja, ich kann ein bisschen mehr. Was? Und eine für 0. Was klingt am besten für euch? Vom altbekannten Matey Marlow geplünderter Schatz, vom altbekannten Benjamin Slane geplünderte Raubbeute und vom altbekannten Gunnan Gulliver gestohlenes Lagergut. Gunnan Gulliver. Gulliver. Gut, ihr wolltet es ja so. Gut, dann nehmen wir die Fahrt mal mit, schließen das Ganze und gucken mal, ob unser Schiff jetzt so aussieht, wie es aussehen soll. Oh ja! Du kannst auch ganz anders aussehen lassen. Nee, es sieht jetzt automatisch schon mal ganz anders aus, denn wir segeln jetzt für die Goldsammler. Das heißt, wir haben erstmal diese Bündnisflagge hinten dran für die Goldsammler. Und die Segel von den Goldsammlern, das sind allerdings die, die haben wir auch schon mal so gehabt, glaube ich. Wobei, hat hier jemand was verändert? Die Kanonen sehen ja aus wie Svennys Kanonen. Ja, Kanonen und Rumpf habe ich schon so eingestellt. Ach so, ich wollte auch sehen, wie das eigentlich von den Goldsammlern aussieht. Dann ist das ja gar nichts. Doch, die haben das geändert, weil die Flagge hatte ich auch anders eingestellt und die haben sie ja... Ach nee, doch nicht. Ja, die Flagge hinten drauf und die Flagge oben. Das ist ja doch wir meine Wir sind ja Flagge. Erst Grad 1 bei den Goldsammlern. Ich gucke aber mal ganz kurz. Kannst ja mal gucken, ob sich das ändert. Aber ich glaube nicht, dass sich das ganze Schiff ändert. Doch, die haben, glaube ich, eigentlich so einen kompletten Skin. Naja. Wir werden sehen. Hier ist auf jeden Fall keiner. Nee, hier ist nichts. Crispo könnte uns aber noch ein neues Schiffset zeigen, hab ich gehört, ne? Ja. Willst du es mal tun? Kann ich machen. Da bin ich ja hochgespannt. Da kann ich ja mal die Segel runterreißen. Spoiler mal nicht. Dann können sich die Leute das Video anhalten. Kurz überlegen, was es sein soll. Und dann geben wir die Lösung preis. Und gewinnen kann man nicht. Doch die Piraten ehren. So, Crispo, passiert schon was? Ja, bin dabei. Oh, die Galionsfigur gucke ich mir immer noch nicht an. Ich glaube, das ist zu auffällig. Ich glaube, das ist dann auch schon alles. Okay, das Segel ist auch sehr auffällig, könnte man sagen. Achso, du hast aber kein Steuerrad oder so was, oder? Nee, das hat man nicht. Nee. Genau. Der Rumpf ist aber die Segel und die Galionsfigur, richtig? Genau. Ja, und das sollte man jetzt erkannt haben. Leider kein Spiel, was wir auf dem Kanal zeigen, aber hier schönes Spiel. Diese Galionsfigur, ne? Die ist ja der Oberhammer. Die sieht schön aus, ja. Das ist ja mal. Kleine Eule! Die kleine Eule! Wie hast du die denn gekriegt? Ja, aber Crispo so den Xbox-Rachen mit Gold füllt. Game Pass. Ich kaufe mir das... keine Spiele für die Xbox, sondern spiele alles nur aus dem Game Pass. Ich habe mir noch nie ein Spiel für die Xbox gekauft. Ja, das ist schon schlau. So, ich schlage mal eine Seefahrt vor, ne? Und zwar die von Gunnan Gulliver. Und ich würde sagen, wir stimmen mal für die Fahrt ab. Leute, abstimmen. Abstimmen. Hier immer noch, hinter der Treppe. Danke. Euer Kapitän grüßt euch. Oh, Moment. Sehr schön. Wir haben eine Fahrt und wir müssen erstmal diese Insel finden. Das ist wahrscheinlich auch nur Kapitel 1. Und das ist eine, die hat so gegenüberliegende Ocarinas, könnte man sagen. Wobei das unten könnte auch ein Brokkoli sein. Oben eine Ocarina, unten ein Brokkoli.
Eine kleine Insel. Brokkoli erinnert mich auch. Die wird wahrscheinlich sogar in der groben Nähe sein. Wir schauen ein bisschen Svenja Mien über die Schulter. Die ist ja in Kartografie absolut ober studiert. Was ist denn da über eingezeichnet über den Inseln da manchmal? Diese Symbole, seht ihr die auch? Was ist das? Außenposten? Oh, keine Ahnung. Was ist das? Okay. Dass es jetzt zur Zeit ein Außenposten ist, oder? Nee, das ist ein dauerhafter Außenposten. Keine Ahnung. Ja, der Kreese, Bro. Der macht schöne Musik, während die Szene weiter sieht. Das hier? Ja, Twin Grove. So, welche Richtung müssen wir fahren? Alle Mann an Deck! Richtung Südwest! Lichtet den Anker! Ankerlichten! Alter, unser Schiff sieht aus wie eine zusammengestellte. Naja. Bitte? Raus aus dieser Region, würde ich mal sagen. Ist halt ein Original. Joa, Südwest hast du gesagt, ne? Ich spüre, wie sich der Wind dreht. Südwest. Bitte überprüfen Sie, ob wir auf Kurs sind. Crispo, bitte drehen Sie die Segel in den Wind, sobald wir auf Kurs sind. Boy, oh. Sind wir auf Kurs? Nope. Aber die Segel scheinen gar nicht so schlecht zu stehen. Also Südwest wäre das, Svenja. Ja? Ja, ich stehe hinter dir. Du sollst zur Karte bitte gehen und kontrollieren, ob der Kurs stimmt. Stimmt. Gut. Dann Segel in den Wind und dann rauschen wir davon. Zur Schatzsuche, Leute. Oi, oi. Nochmal ein ganz bisschen westlicher. Ein ganz bisschen westlicher. Ist das ein ganz bisschen oder ist das ein ganz kleines bisschen? Ja, und Stopp. Ja, das kann man beim Schiff genauso einstellen. Der macht den Stopp und dann hält er den Kurs automatisch. Man kennt das ja, so war das damals halt auch. Nee, mit Nautica hat das nichts zu tun. Ja, gut, wie lang ist denn unsere Fahrt? Oder soll ich sagen, wir sehen uns dort? Ich muss einmal kurz gucken, wie lang unsere Fahrt ist. Unsere Vorräte sehen nicht so gut aus, ne? Boah, die Fahrt sind schon noch so, 4 Finger. Boah, dann würde ich sagen, Kapitän sehen wir uns später. Ja, würde ich auch sagen. Bis dahin. Zu weit weg. So, ihr Lieben, da sind wir. Die Anzeige verrät es. Twin Groves. Ohne Komplikationen sind wir hier angelangt. Sollten wir verraten, dass das schon unser drittes Schiff ist? Was? Drei schon? So, das hintere Segel habe ich mal eingeholt, damit wir nicht anschippern können. Hat schon mal einer nachgeguckt, wo genau der Schatz liegt? Nö. Der liegt... Oh, drei Schätze. Einer auf dieser... Nein, nicht ranziehen! Nicht ranziehen, das könnte sehr böse enden. Achso, wie mache ich das wieder ab? Nochmal schießen oder gegenschlagen. Ja, okay. Ja gut, Segel einholen, Schätze buddeln, Leute. Lass mir wieder einen über, ich hätte auch gern einen ausgebuddelt. Buddeln! Holst du den auf dieser Insel, Crispo, dann gehe ich direkt zu einer weiteren Insel. Ich weiß doch nicht, wo der hier ist. Du musst doch eine Schatzkarte rausholen. Auf E musst du. Ja, E hat er auf seinem Controller irgendwie nicht. Achso. Moment. Also, einer der wertvollen Schätze müsste direkt an diesem Stein hier liegen. Hier, an dieser Spitze. Ich habe einen. Und ich habe Piratenfreunde gefunden. Ich habe auch einen. Der ist hübsch. Nein, ist das so eine Sabbeltruhe? Eine Sabbeltruhe. Eine Sabbeltruhe. Hat wieder so ein Gesicht. Das ist nicht gut. Ist das die, die heißer wird, oder ist das die, die ab und an Da hatten wir weint. Ja mal so eine, die immer geweint hat, ne? Die Weinkiste ist nicht so schlimm. Da müssen wir nur Wasser schöpfen. Die andere, die überhitzt, ist schlimmer. Da müssen wir nur Wasser raufwerfen. Ich mag Wein. So, diese Kiste ist allerdings extra. Ruhe der 1000 Grocks. Das ist, glaube ich, die, die weint, oder? Ach, die macht dich besoffen, Chris Rose. Ach so, ja, das ist ja easy. Das ist cool. Oh. Ach, guck mal, wir haben Fortschritt für das Banner gekriegt, tatsächlich. Schon wieder immer das Gleiche mit ihm. Oh Mann, diese Kiste buddelt man aber auch ein gefühltes Jahrtausend aus. Kam bei euch keine Skelette, oder was? Nö. Gar nicht schlecht. Haben wir noch eine Kiste, oder was? Wo ist denn die andere Truhe? Hat jetzt nicht jeder eine ausgebuddelt? Ja, aber Crispo muss unbedingt meine Krogtruhe hochheben. Ja, eine Insel weiter, Svenja. Auf dieser Insel ist nichts. Ich loot gerade mal ein bisschen. Jo, ich bring mal unsere Truhe Richtung Schiff. Ne? Wir können die aber auch am Strand abstellen mit der Harpune ranschießen. Ach so, ich dachte, du wärst bei der dritten schon selber am Buddeln. Hä, Svenja, wir sind zu dritt.
Dann muss schon jeder eine ausbuddeln. Was funktioniert denn? Ich hab doch eine ausgebuddelt und hier ist auch noch eine Lagerkiste, die können wir auch mitnehmen. Wer hat eine Kiste in der Hand und wer nicht? Du hast sie mir auch geklaut, du Säufer. Grease, Bro. Die einen sagen so. Hier ist ein Huhn. Hallo. Ach, ich geh mal hin. Ich glaube, ich muss mithelfen. Ich hab die Truhe. Ah! Ah! Bin da. Ich eule zur Hilfe! Zur Rettung der Jungs! Das wird eine schöne Schatzfahrt, hat er gesagt. Das wird eine nette Schatzfahrt, hat er gesagt. Ja, und? Ist doch nett. Kapitel 2 haben wir jetzt freigeschaltet. Würde mit buddeln. Ja, ja, ja. Moment. Ich habe ja schon den Anfang gemacht. Oh, meine Goldschaufel ist so leicht. Schön. Die muss ich mir gleich mal bei Svenjamin angucken, wie die aus. Du bist tot. Svenny, guck mal bitte, wie sieht die Schaufel aus? Dekadent. Sehr schön, so da sieht man sein. Mal wieder, dass ihre Crew nichts abkriegt, Captain. Was? Was? Kriegst du ja mit der Schaufel. Nehmen Sie mal die Lagerkiste mit hier. Oh, die habe ich irgendwie übersehen. Hier. Wo ist eine Kiste? Jo, die nehme ich. Direkt vor dir. Das ist leer, das Fass. Das ist kein Leerdarmer-Fass. Kann ich mitnehmen. Hä? Ausgebuddelt oder was? Die ist noch nicht komplett ausgebuddelt, vielleicht. Ich buddel mal richtig aus. Lagerkiste bin ein bisschen auf? Schnell im Wasser. Lagerkiste öffnen. Ach, weißt was, da, wir öffnen die, da ist nicht viel drin. Nö, nee, das. Nimm mal die Reste einfach raus. Ja, ich kann davon nichts mehr. Da ist nichts drin. So, ein paar Wurfgegenstände habe ich gefunden. Wir haben 5 Brandbomben und so zum Werfen. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Bisschen Holz habe ich noch gefunden. Bisschen Essen. Yum yum, damit der Chris Browns nicht verhungert. Das ist wichtig. Und dann würde ich einfach schon mal einen Blick auf unsere nächsten Schatzkarten werfen. Und ich glaube, der Zylinder... Ist das Krugs irgendwas? Wo ist der Zylinder? Mr. Zylinder! Mr. Zylinderkopf! Ich hab's schon fast gefunden. Wir sind schon ganz tief unter Tage. Aber schön wär's ohne Frage. Habt ihr sie schon gesehen? Da! Crook's Hollow, sag ich doch. Ja, das ist natürlich Kurs Südost. Wir fahren quasi wieder zurück und wir haben vielleicht das Problem. Guck mal, da ist so ein Schiff, was uns töten will. Seht ihr das? Jo, das sehe ich. Vor denen sollten wir uns vielleicht ein bisschen fernhalten, denn die kriegen nur was für ihre Fraktion, wenn sie uns versenken. Das ist ja gemein. Also würde ich sagen, Kurs Südost. Ach, die können wir jetzt sehen? Ja, warum auch immer. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Kurs Südost und dann werden wir da auch nochmal buddeln. Da ist ja nur einer. Sind Sie ein Cheater? Und los, Leute! Lichtet den Anker, ihr räudigen Landratten, aber mit 1,50 Meter Abstand. Die haben sich auch gerade bewegt. Ich habe die Ankerkette gerade nochmal desinfiziert. Das sollte also kein Problem machen. So, ja, wir fragen uns wie immer, wo ist Svenjamin? Oh, was für ein Sonnenuntergang. Ja, genau. Oh. Kurs Südost. Wollen wir mal hoffen, dass wir den räudigen Landratten nicht begegnen. Wir sind ja nicht weit weg, ne? Die werden uns schon verfolgen, wenn sie uns sehen. Ja, aber die sehen uns ja nicht. Außerdem, wer verfolgt schon Orr? So verrückt sind nicht mal die. Das traut sich niemand. Wir drehen noch weiter. Die Segel werden wahrscheinlich ein bisschen nach links ausgerichtet sein, wenn wir fertig mit denen sind. Jetzt muss ich mal ein bisschen hochmachen. Wir haben ja ein bisschen Fahrt vor uns. Ich fahr mal hier lang, dass wir nicht ganz so nah an dem anderen Schiff vorbei müssen. So könnte das ganz gut passen. Wahrscheinlich taucht aber auch wieder dieses komische, ominöse Schiff auf, was uns auf dem Hinweg schon Spaß bereitet hat. Spaß, Spaß, Spaß. okay, ihr seid sicher, dass die fahren. Das sieht so aus, als würden die an der Insel stehen, am Schnitter verstecken. Schon wieder? Ja, das ist, hier das ist wieder sowas. Ja, ja, ja. Oh, da ist schon wieder ein Schiff. Ja, bringt uns einfach in den Wind. Wir sind im vollen Wind. Vielleicht nicht mehr. Ja, ich mach hinten was vorne. Ach, guck mal, das ist doch dieses Zeichen, das wir auf der Karte gesehen haben. Das Schnitterversteck ist hier. Das Schnitterversteck, ja, hier kannst du... Was bedeutete das? Ja, hier gibt's die PvP-Leute. Die kommen von hier.
Ach, hier rechts ist das Schiff. Ja, ja. Sehe ich, aber es steht gerade. Wir können das auch versenken und deren Banner bei uns abgeben. Das würde uns auch Fortschrittspunkte bringen. Also wenn wir versenken und deren Flagge einsammeln, bringt das uns auch was. Haben wir denn schon so viele Kanonen? Nee, wir sind generell momentan nicht so gut aufgestellt, könnte man sagen. Also wir haben 37 Kanonen. So, wir haben so und so begleitend Achter noch ein kleines Skelettschiff, das mit seinem kleinen Flattersegel angefahren kam. Doch, keiner weiß, warum das so gut im Wind steht, das Flügel. Die rammen uns gleich. Ja, die schießen aber erstmal Richtung Mond. Nee, Richtung anderes Schiff, das ist ganz gut. So. Die fokussen nicht uns. Das ist gut, das ist schon nett. Ja, wir lassen die Arbeit verrichten und sammeln die Fahnen einfach ein. Und nochmal belohnt. So habe ich mir das vorgestellt. Ich finde das andere Schiff viel besser. Ja, tschüss. So, hoffentlich kann ich jetzt endlich mal in Ruhe angeln. Wir kriegen wieder Besuch, glaube ich, von vorne auf 11 Uhr. Müsste, glaube ich, Schiff sein. Ich kann die Uhr nicht lesen. 12, dann nach links ist 11. Ich sehe nichts. Gut, dann ist ja gut. Wenn ansonsten die Fahrt reibungslos verläuft, würde ich sagen, Herr Crisbrough. Ich gehe einen Ausguck. Noch abschließende Worte? Juhu. Juhu. Bis dahin. Oh gut, das Wetter ist jetzt nicht gerade besser geworden, Herr Crisbrough, oder? Nee, das ist richtig. Aber wir wollen noch mal sehen, dass wir hier an Krugs Schmollo anlegen. Links von uns ist immer noch ein Einmaster. Dann legen wir rechts davon an, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Der liegt auch so irgendwo im Wasser rum. Der liegt ja nicht mal in irgendeiner Ebene. Oder wir legen hier direkt an. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Segel hoch, Anker bereit machen. Ja, ich komme runter. Das ist zu spät. Dann schon mal die Ankerkette ziehen. Hab ich. Gut. Und loslassen. Button Drift. Was ein Drift, oder? Der Kapitän mal wieder. Hat er mal wieder einen rausgehauen. Okay. Richten. Tokyo Drift. Auch ein sehr schlechter Film. Aber Inspiration war da. Damals fand man's gut. Ja, ja, klar, geile Karren und die driften üben, geiles Land, ey. Ja, dadurch, dass hier Leute sind, sollten wir vielleicht einen Anschauen schieben. Das ist eine sinnvolle Idee. Guti, hier haben wir nur einen Schatz. Ich würde sagen, den können zwei Leute holen und einer bleibt an Bord. Also der Der ist quasi hier oben, rechts hier? Oben. Rechts oben müsste der. Vielleicht sollte der Kapitän mitgehen. Ich gehe schon mal Richtung Kanone. Abfahrt! Der war nicht gut. Der war nicht gut, der Schuss. Geh ruhig mit, Chris, Bro. Ich bleib hier. Nicht die gleiche Kanone so nutzen. Das ist nicht gut. Alles klar. Dafür habe ich jetzt aber was unter Wasser glitzern sehen. Vielleicht nehmen wir das noch mit. Was ist denn das? Wenn du von Glitzersachen sprichst, will ich doch mit. Oh, ich bin nicht bis oben gekommen. Was ist denn in dieser Schatzkiste drin? Gold? Am Strand glitzert auch ganz viel. Oh, den Gold Schatz könnten wir aber mitnehmen. Das ist eine Flaschenpost. Kapitän, wo sind Sie denn? Ich bin leider runtergefallen. Ich ging wieder zum Schiff, weil ich eine Kiste gerade auch habe. Ja, hier nenne ich ja Chris Bro. Aber ich glaube, wir müssen oben rauf, Chris Bro. Oh, jo. Ach so. Ich glaube, das hier bringt nichts. Aber kann man da nicht auch hochlaufen? Ja, ja, es gibt Wege nach oben. Oh, ich habe einen Schießpulver fast. Bootsfrau Svenjamin? Ja. Können Sie die Harpune auf mich ausrichten? Ja, brauchen wir Schießpulver? Wie bitte? Brauchen wir Schießpulver? Ja, oben im Mast könnten wir das gut lagern. Kann die Harpune bis hier? Oder geht das nicht? Dann lege ich mich den Schatz ab. Ein bisschen weiter links rüber. Hier hin? Nee, andere Richtung, mein links. Das ist rechts. Nicht schießen bitte, ich will nur die Sache ablegen und du sammelst sie ein. Nicht schießen bitte, ich will nur die Sache ablegen und sammelst sie ein. Oh, da kommt was, Kapitän. Was kommt da? Oh! Freunde. Ich glaube, es ist zu weit entfernt. Gut, dann ist es so. Die hat Schießpulver fast, Crisbrough. Weg, weg, weg! Wow! Ja. Du kannst ihn wieder beleben. Ja, aber wie? Oh, ich mach's, ich mach's. Crisbrough, Sie müssen wieder leben. Wiederbelebt. You live, buddy. Aber ich werd beschossen. Vielleicht musst du mich wiederbeleben. Na gut, dann hole ich jetzt mal meinen. Wow. Oh, das war krass. Krise. Also haben wir auch die neue Wiederbeliebe, ne? Ja, Banane. Guck
Gut, Schatzkarte. Wir müssen eigentlich an diesem Weg entlang oben. Und da müsste es an dem Stein, also, ne? Müsste es liegen. Richtig? Ja, also den Weg erstmal. Den Weg erstmal also finden, irgendwo hier hoch. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns oben wieder.